Ihr steht auf Mopeds, ihr steht auf Tuning, ihr wollt sehen, was ist möglich, dann kommt es mit zum Moped mit 2022 in Neutal, sponsert bei Gearparts. Los geht's! Insgesamt gab es 350 Tickets und ihr müsst euch registrieren, wenn ihr nächstes Jahr dabei sein wollt. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Und ganz wichtig, Freunde, hier trifft sich im Endeffekt von günstig bis super teuer, von Schrauber bis absolut kein Schrauber alles, denn ihr könnt ausprobieren, hier auf der Rennstrecke eure Skills beweisen, auf der Stunt Area zeigen, was ihr drauf habt oder schlicht und ergreifend an fetten Burnout in der Burnout Area machen. Kommt hierher, probiert es aus, registriert euch, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt zeige ich euch erstmal Rennstrecke, Stunt Areal und alles, was man hier so erleben kann. Also wenn ihr hier mal reinschaut, was hier alles steht an Mopeds, hier ist das echt Leidenschaft. Ich weiß nicht, wie die Jungs und Mädels sich das leisten können, aber holy crap, da sind Tuning-Projekte dabei. Wir haben auch ein eigenes Video dazu gemacht, was die krassesten Tuning-Projekte unserer Meinung nach hier waren. Und die zeige ich euch, aber in einem anderen Video. Könnt ihr einfach aufs i klicken, kommt ihr dahin. Jetzt hätte ich gesagt, gehen wir mal in den Stunt rein und schauen mal, was die Jungs und Mädels hier so können. Wollt ihr eure gelernten Skills einmal ein bisschen zeigen? Dann ist es hier in der Stunt-Area genau der richtige Ort. Drifts, Wheelies, Stand-Up-Wheelies, Circle-Wheelies. All das könnt ihr ganz einfach hier unter Beweis stellen und die Leute schauen euch zu dabei. Und wenn ihr es gut macht, kriegt ihr vielleicht sogar einen Applaus. Wenn es euch aufhaut, wird dann durchaus mal geschaut, ob es euch gut geht. Denn eins ist auch klar, Rettung und Feuerwehr ist jederzeit hier da. Also, wenn was passiert, wird euch geholfen. Ah, schön, oder? Jetzt mal hier zum Leistungsprüfstand. Wir haben hier grundsätzlich mal von Gearparts einen Leistungsprüfstand hingestellt bekommen, wo ihr euer Motorrad messen könnt, wie viel Leistung es hat. Ich habe mir hier einen Zettel genommen, was da drauf steht. Grundsätzlich mal, wie viel Drehzahl, wie viel Leistung. In dem Fall waren es etwas über 20 PS für ein 50 Kubik Moped bei sage und schreibe 6000 Umdrehungen, 113 km/h. Und so wisst ihr dann wirklich, was hat das Tuning von Gearparts euch gebracht oder was hat es euch nicht gebracht. Beziehungsweise ihr könnt auch ein bisschen vergleichen, denn viele Derbys, viele Aprilias, alles 50 Kubik, alles umgebaut. Und ich muss ehrlich sagen, 40 PS beim Umbauten 50 kg ist ja der absolute Wahnsinn. Dass das ein Hochsprung ist, Alter. Hier wird ordentlich Gummi verraucht und da wird mal Fakten geschaffen, was es kann oder was es eben nicht kann. Realitäten werden aber auch gebrochen. Manche gehen mit traurigem Gesicht runter, wenn sie merken, dass der Auspuff doch nicht so viel Leistung gebracht hat, wie sie sich das erhofft haben. Aber ganz klar, wer Gearparts kauft, kriegt auch ein bisschen Leistung dazu. So, und wie erreicht ihr eure 40 PS für die Rennstrecke oder für das Drag Race oder einfach für Stuntareal? Naja, Gearparts 24 hat alle Teile, die ihr benötigt, um euer Moped komplett aufzutunen, komplett zu verbessern. Eigens entwickelte Auspuffanlagen, eigens entwickelte Dekorsätze, Verkleidungsteile, Zubehörteile, Zylinder, Häfen, alles, Ritzel, Pranzel, das findet ihr bei Gearparts 24. Vielleicht nicht ganz Greta Thunfisch-konform, aber durchaus unterhaltsam und die Backen gehen hier nach oben zum Prinzen. Für die Jungs und Mädels, die mit Stollenreifen daherkommen, gibt es hier auch noch mal eine kleine MX-Strecke, wo ihr ganz einfach auf kleinem Raum üben könnt, die ersten Offroad-Meter machen könnt und einfach auch zeigen könnt, was könnt ihr schon, beziehungsweise Erfahrungen sammeln könnt auf dem Offroad-Teil der Strecke. Wenn ihr zum Beispiel auf der Rennstrecke nicht mehr so wohl fühlt, weil die Stollenreifen nicht gar so viel Grip haben, ist das hier die richtige Adresse. Und auch wieder, egal ob 50 oder 25, hier kann wirklich alles fahren. Also, was können wir hier am Event machen? Grundsätzlich mal, könnt ihr 2 Tage hier am Campingplatz campen, könnt auf die Rennstrecke, könnt auf die MX-Strecke, könnt auch auf den Leistungsprüfstand, alles kostenlos. Nichts kostet einen Aufpreis, ihr zahlt einmal 50 Euro und seid da jedenfalls beide Tage dabei. Wenn ihr nur auf Besuch kommen wollt, kostet gerade mal nur 2 Euro. Also das lohnt sich dann wirklich. Alleine um das Feeling mitnehmen zu können, ist schon was ganz Besonderes hier. Überall Mopeds, Derbys, Aprilias, Buchs, 50er, 125er, alles aufgebohrt, alles komplett durchgetunt. Teilweise richtig arge Dekore, teilweise mit Slicks, teilweise mit Straßenreifen, Enduro-Reifen, alles Mögliche ist hier. Und die Stimmung, auch wenn ich jetzt nicht mehr 15 bin, ist noch immer so, dass ihr ein Grinsen ins Gesicht kriegt, weil es halt schlicht ergreifend Benzin ist, der verbraucht ist. Und die Begeisterung der einzelnen Leute, der einzelnen Tuner, wenn man mit denen ins Gespräch kommt, ist halt schon immer was Besonderes.
Und Mobit Me von meiner Seite kann ich euch nur empfehlen, weil es einfach eine komplett einzigartige Experience ist. Mit 15, 16 Jahren, wo kann man für 50 Euro 2 Tage campen? Standareal, Rennstrecke, Burnouts, all das um 50 Euro ist wirklich geschenkt. Dementsprechend, wenn du auf Supermoto 2-Takter-Roller komplett wurscht stehst, kannst du genau hierher kommen, nach Neutal nächstes Jahr und deiner Leidenschaft frönen und einfach eine gute Zeit haben für 2 Tage. Also ich hätte gesagt, Mobit Me 2022 voller Erfolg, eine richtige Erfahrung für alle, die noch nicht hier waren, kann ich nur empfehlen, nächstes Jahr vorbeizuschauen. Mehr über Folgen.